Die Diagnose einer Borderline-Störung ist für viele wie ein Todesstoß. Und das völlig zu Unrecht. Wenn ich in meiner Praxis Patienten habe und für das Gericht auch Patienten und Klienten untersuche und ihnen die Diagnose dann sage, die ich festgestellt habe, und das ist eine Borderline-Störung, dann brechen sie meist zusammen. Sie verbinden damit, dass sie lebensbegleitend liebesunfähig sein werden, dass sie sich nicht integrieren werden können in die Gesellschaft, und sie erachten diese Diagnose wie das Etikett eines Schimpfwortes. Und das völlig zu Unrecht. Es kommt nämlich immer darauf an, wie ausgeprägt ist die Borderline-Störung, wie ist die Struktur der Persönlichkeit. Es gäbe keinen Manager, keine Visionäre, keine Veränderer ohne nicht Borderline-Anteile. Es ist etwas, was Borderline-Menschen auszeichnet. Der Assoziationsreichtum, die Flüchtigkeit der Gedanken, die visionären Erlebnisse, die sie alle mit sich bringen, aber so schwer ins Leben integrieren können. Es wechselt alles. Man könnte sagen, so mit den Griechen Pantarei, es fließt alles. Das Selbstbild, das Ziel, die Beziehungen, die Freude am Leben kann plötzlich wechseln mit einer Todessehnsucht und umgekehrt. Also es ist nichts still. Das ist Chance wie Anlass für Krise. Das gilt es aber zu ändern durch Therapie. Und Borderline-Störungen, die in Therapie sich begeben und längerfristig daran festhalten, auch einen geduldigen Therapeuten oder eine geduldige Therapeutin brauchen, weil sie leider immer wieder Stunden verschieben und absagen, es geht sich nicht aus oder sie wollen es nicht, entsprechend ihrer Stimmungslabilität und Irritierbarkeit. Wenn die dranbleiben bei einer Therapie, dann haben sie auch einen Goldschatz in sich. Und das wird überhaupt nicht gesehen, sondern meistens wird man nur darauf hingewiesen, wie furchtbar es ist, wenn man einen Borderline-Partner hat. Ich bin einmal zu jemandem gekommen, der hat zu mir gesagt, naja, fein, dass Sie da sind. Ich habe etwas abgeholt dort. Ich wollte Sie eh schon fragen. Ich habe eine Borderlinerin als Partnerin. Sie wissen eh, was das heißt. Na, das weiß ich eigentlich nicht, muss ich sagen, weil es ist auch nicht nur Anlassfall, dass das immer Schwierigkeiten gibt, sondern es ist eine sehr belebende Beziehung. Und das möchte ich all denen sagen, die diese Diagnose und diese Störung bereits bekommen haben, dass es nicht in dieser furchtbaren Art und Weise immer abgehen muss, sondern dass es diese Chance zu nützen gilt. Was heißt das? Regelmäßigkeit trotz Unlustgefühlen zu leben, nicht zurückziehen in die eigenen vier Wände, nicht zurückziehen in das Bett als sozusagen Seelenzelt, wo einem nichts passieren kann, sich hinausbegeben, dranbleiben, auch wenn man scheitert, mit Stimmungslabilitäten immer wieder etwas abbricht, trotzdem versuchen, immer ein Stückchen länger wo dran zu bleiben, an einem Kurs, an einer Beziehung, an einer Arbeitstätigkeit, die eigene Kränkbarkeit ein bisschen dehnen lernen. Das heißt, man nicht sofort massiv reaktiv darauf reagieren, wenn jemand etwas zu Recht oder zu Unrecht an einem kritisiert. Auch nicht jede Kritik annehmen, die kommt. Oder wenn gar jemand einen als Borderliner etikettiert. Borderline ist eine Diagnose. Diagnosen sind für uns Ärzte und für Therapeuten notwendig, dass wir eine Richtschnur gewissermaßen haben, was wir jetzt behandeln wollen und sollen. Es gilt aber immer, dass man auf den Einzelfall sich konzentrieren muss. Und hier ist es wesentlich, dass diese Diagnose nicht überragende Auswirkung, negative Auswirkung hat und dass der Mensch, der eine derartige Diagnose erhält, fast zerbricht daran. Das ist so mein Eindruck, wenn ich mit Patienten spreche, die diese Diagnose haben, die es schwer mit sich haben, die auch immer wieder Selbstverletzungen tätigen, um sich zu erden. Das gilt es zu behandeln, die Spannung auszuhalten, nicht wieder mit sich irgendwas zu schneiden, sondern vielleicht ein bisschen kleiner etwas, einfach sich zu halten, ein bisschen zu zwicken. Nicht? Es gibt ja diesen österreichischen Song, zwickt's mich, ich meine dran, zwickt's mich, ich meine, ich träume, damit man wieder geerdet ist, wie das so schön heißt. Das ist ein erster Schritt, um Borderline in der Realität zu halten. Es ist eine ganz banale Sache, es ist ein Hausrezept sozusagen, aber es ist wichtig, dass
Borderline-Persönlichkeiten nicht glauben, das Leben ist für sie gelaufen, sie sind an den Rand der Gesellschaft gestellt und sie werden nie eine glückliche Beziehung leben und auch nie eine erfüllte Arbeit haben. Völliger Bullshit. Globalisierung, die für nichts taugt. Bitte lassen Sie sich nicht verunsichern, sondern halten Sie an etwas fest, dass es im Leben immer etwas zu lernen gibt und da für Borderliner sich auch ein Schatz auftun kann, den es zu wecken gilt.